Moin Moin Leute. Mittlerweile ist es so, dass wir uns im zweiten Guide zu Movement befinden. Im ersten Guide habe ich ja über Sui und im Testnet von Movement das Staking einmal gezeigt. Nun ist es so, dass Movement seine eigene Wallet rausgegeben hat, und zwar die Razer Wallet. Movement selber ist ja eine klassische Blockchain, die aber auch ein Layer 2 bedient und gleichzeitig EVM-kompatible Protokolle mit aufnimmt. In diesem Guide selber hier werden wir jetzt gleich auf den Layer 1 eingehen, denn wir haben momentan noch keine Möglichkeit, über den Layer 2 oder über EVM-kompatible Protokolle aktiv zu werden. Ist doch erstmal vollkommen wurscht, denn wir befinden uns jetzt hier in einem Testnet und wollen überhaupt erstmal ja bei uns im Hinterkopf reinbekommen, dass Movement existiert, beziehungsweise dass hier durchaus ein sehr, sehr großer Airdrop anstehen könnte. Jetzt habe ich mir erlaubt, die Airdrop Roadmap noch mal etwas zu verändern, denn ich habe noch ein paar andere Statistiken hier mit reingebracht. Ein ganz, ganz wichtiger Indikator ist hier, dass wir mit anderen Protokollen arbeiten. Mit Hyperlane also beispielsweise. Denn Hyperlane und Movement arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Warum das so ist, das klären wir jetzt gleich. Ich zeige euch jetzt einmal, wie wir an die Razer Wallet rankommen und warum es so wichtig ist, dass wir beispielsweise auch über Hyperlane aktiv werden. So, ich bin jetzt hier gerade auf der Razer Wallet drauf und ihr seht hier oben schon Download. Da klickt ihr einmal drauf, dann ladet ihr ganz normal die Razer Wallet runter. Ihr erstellt euch eine Seed Phrase und natürlich ein Passwort. Das Ganze wird auf einem Block geschrieben, nicht etwa digital abgespeichert. Dadurch seid ihr am sichersten aufgestellt. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr natürlich auch die Razer Wallet dann bei euch im Webbrowser drin. Wenn ich jetzt hier einmal den Browser öffne, dann seht ihr, dass ich schon einen kleinen Move-Bestand habe. Darauf gehen wir gleich ein. Ich möchte jetzt einmal hier drauf eingehen. Denn wir sehen hier einmal das EVM-Network, wir sehen hier das M1-Network und das M2-Network. So, was bedeutet das jetzt? Wir werden jetzt gleich hier im M1-Network aktiv. Die EVM-Netzwerke, die uns hier zur Verfügung stehen, also die EVM-Protokolle, können wir aktuell noch nicht nutzen, so wie ich es gerade eingangs erwähnt habe. Was ist damit überhaupt gemeint? Es sind vor allem so Protokolle gemeint, wenn wir mal von bekannten Namen ausgehen, wie beispielsweise Uniswap, Oneinch oder eben irgendwelche anderen Protokolle, die eben auf Ethereum beruhen. Beim M2-Network ist es so, dass wir den Layer 2 von Movement bedienen. Dieser wiederum wird vor allem dann aktiv, wenn wir mit Protokollen arbeiten, wie beispielsweise Mitosis oder eben andere Protokolle, die vor allem auch Restaking und somit anbieten, beziehungsweise die vor allem bei Cosmos aktiv sind. Beim M1-Netzwerk ist es so, dass wir hier dann die ganz normale Blockchain von Movement nutzen, die eben ein komplett eigenes Ökosystem aufbaut, was komplett losgelöst ist von Ethereum und auch von Cosmos. Aber ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Movement stellt sich unheimlich breit auf, denn wir haben halt die Möglichkeit, über Ethereum aktiv zu werden, eine komplett eigene Blockchain zu nutzen und eben doch mal zusätzlich eine Layer 2, der dann beispielsweise über Cosmos aktiv wird und natürlich auch über Ethereum. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass irgendwann hier auch Solana mit eingebunden wird, einfach weil wir hier ein modulares System nutzen. Wir sehen, Movement ist sehr, sehr dick aufgestellt, beziehungsweise das kann ein unheimlich großer Airdrop werden, weil uns so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Zurück in unsere Roadmap haben wir den ersten Punkt abgearbeitet, und zwar, dass wir die Razer Wallet haben. Nun werden wir eben schnell einmal im Forset aktiv, da gehe ich auch einmal kurz drauf ein, denn das Ganze ist etwas komplexer, als wie wir es normalerweise von Ethereum kennen. Nun bin ich hier beim Movement Forset drin und dieses Forset sollte natürlich auch schon bekannt sein aus dem ersten Guide von Movement. Wie werden wir jetzt hier am besten aktiv? Wir haben hier die Möglichkeit natürlich M1 zu nutzen und auch M2. Hier unten haben wir einen kleinen Button, wo wir dann angeben können, dass wir über das EVM-kompatible Netzwerk aktiv werden möchten. Wenn wir beispielsweise Token auf die EVM-Chain laden möchten, klicken wir hier einmal diesen Button an, dass der sich öffnet. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir eben auf die Razer Wallet drauf und gucken, dass wir dann hier ganz normal das EVM-Netzwerk auswählen. Hier klicken wir drauf, dementsprechend wird sich das Ethereum-Netzwerk öffnen. Hier klicken wir dann eben einmal drauf und haben hier Kopie und Paste und machen das dann eben hier einmal rein. Fertig, aus. Das ist dann einmal zu den EVM-kompatiblen Netzwerk. Ihr seht aber selber bei mir, dass ich hier momentan noch 0 Move dastehen habe. Dementsprechend kann man hier noch nicht wirklich aktiv werden. Gehen wir also wieder zurück in das M1-Netzwerk. So, hier seht ihr, dass ich definitiv aktiv geworden bin. Auch hier ist es so, dass wir hier das Ganze per Copy and Paste dann einfügen. Wir haben hier unsere Wallet-Adresse und das müsst ihr auch zwingend dann wieder per Copy and Paste einmal abändern, weil das ja eine andere Wallet-Adresse ist als beim EVM-kompatiblen Netzwerk. So, dann klicken wir hier einmal drauf.
Ja, gucken, dass wir diese hier einfügen. Diese wird dann hier eingefügt und wir machen hier get move. Dann arbeitet das Ganze einmal. Und dann seht ihr, dass hier funded account 10 move steht. Das könnt ihr ganz, ganz oft machen. Ja, ich mache das jetzt gleich noch einmal. Ich zeige euch das jetzt, dass jetzt hier bei mir dasteht 64 move. Ich mache noch einmal get move. Gut, er macht es jetzt gerade nicht, das ist der Vorführeffekt, aber normalerweise könnt ihr hier mehrmals aktiv werden. Ich habe nämlich gerade eben auch schon einmal 10 Move geholt. Schaut am besten, dass ihr irgendwie ja 100 Move oder sowas bekommt. Wer weiß, wie lange es möglich ist, dass man eben so viele Token hier im Foreset sich besorgen kann. Denn sobald das Ganze hier etwas bekannter ist, wird das wohl höchstwahrscheinlich abgestellt werden. Auf jeden Fall haben wir jetzt 64 Move und können dementsprechend weiter aktiv werden. Jetzt sind wir wieder zurück in der Worldmap und was wir jetzt machen ist, dass wir auf der ersten handelsüblichen DEX von Movement aktiv werden, die bereitgestellt wird von Razer. Schauen wir also mal, was da zu machen ist. Das ist also die offizielle DEX von Movement, die bereitgestellt wird von Razer. Wir sehen jetzt hier den ganz normalen Swap-Bereich. Können aber erstmal gucken, was uns eigentlich so hier alles zur Verfügung gestellt wird. Und ihr seht, dass das eine ganze Menge ist. Wir haben hier Solana beispielsweise mit drin. Wir haben hier Ethereum mit drin und wir haben hier Bitcoin mit drin. Wir sehen also, wie gesagt, in was für eine Richtung das aktuell laufen wird. Wenn wir jetzt aktuell mal hier beim Total Value gucken, was dort gelockt ist, dann sehen wir, dass momentan vom Testnet ausgehend 29 Millionen US-Dollar hier drin sind. Wir sind also gerade in einer sehr, sehr frühen Phase, beziehungsweise das hier ist ein Early Bird Guide. Wie werden wir jetzt hier am besten aktiv? Wenn ich mal auf die Pools gehe, dann seht ihr, dass ich beispielsweise schon drei Pools zusammengestellt habe. Einmal ein Bitcoin USDT Pool, dann einmal ein Ethereum USDC Pool und einmal ein Move Razer Pool. Ich rate euch, dass ihr hier auch mit ganz vielen verschiedenen Pools einmal aktiv wird und das alles nutzt. Wie machen wir das? Wir gehen auf Swap, wir gucken, dass wir hier unseren Move-Bestand haben. Wir schauen dann, dass wir hier irgendeine Token nehmen. Sagen wir jetzt einfach mal, wir möchten Solana haben. Gehen also hier hin und sagen jetzt, hey komm, 10 Token sollen jetzt bitte einmal zu Sol geswappt werden. Wir klicken hier drauf, machen Confirm Swap. Es wird sich nicht MetaMask öffnen, sondern die Razer Wallet. Wir machen hier Signieren und machen dann Close und sehen, dass dann dementsprechend hier die Balance direkt vorhanden ist. Also auch da sehen wir, ausgehend vom Testnet, wie schnell Movement eigentlich ist. Das ist schon wirklich sehr faszinierend. Und wenn ich jetzt einmal zurückgehe auf die Tokens, dann schauen wir einmal, was wird hier für ein Pool bereitgestellt. Wir können uns das aussuchen, ob wir ein USDT Sol Pool nehmen oder eben ein Sol Razer Pool. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Sol Razer Pool. Wir gehen also hier wieder auf Swap drauf, gucken, dass wir dann hier einmal den Razer Token auswählen. Auch hier machen wir jetzt einfach mal die 10 rein. Machen hier Swap, machen wieder Confirm Swap, auch hier wird sich wieder die Razer Wallet öffnen. Wir machen Signieren, Transaction wurde submitted und auch hier ist es dann so, dass Razer da ist. Nun gehen wir einmal auf die Token wieder drauf. Es öffnet sich wieder. Wir gucken, dass wir auf diesen Pool hier drauf gehen. Klicken da einmal drauf. Wir klicken hier mal auf die Maximalmenge. Das wird er nicht machen. So macht er es dann auf jeden Fall. Gucken, dass diese zu gleichen Teilen eben reingelegt werden. Machen hier Supply. Machen Confirm Supply. Auch hier öffnet sich natürlich wieder die Razer Wallet. Wir machen Signieren. Machen Close. Und dann ist das ganze Thema auch schon abgegessen. Jetzt gucken wir mal einmal. Und dann seht ihr, dass hier eben der Sol Razer Pool drin ist. Ihr seht, wie schnell das hier alles funktioniert. Das ist komplett anders als beispielsweise bei Ethereum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist ein ziemlich geiles System. Das war es soweit, was die DEX betrifft. Das war es im Großen und Ganzen. Mehr können wir aktuell nicht machen. Uns stehen nicht mehr Protokolle zur Verfügung, beziehungsweise ausgehend von der Razer Wallet ist momentan nicht mehr möglich. Sobald natürlich weitere Protokolle vorhanden sind, wir mehr Aktivität zeigen können, kommt natürlich ein weiterer Guide hier zu Movement. Das steht fest. Insgesamt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ausgehend davon, was wir überhaupt jetzt momentan machen können, in der DEX ist es wirklich sehr, sehr angenehm, wie flüssig und schnell das alles funktioniert. Das macht Spaß und zeigt einfach, in welche Richtung Movement laufen wird. Ich hoffe, dass es so flüssig bleibt. Jetzt aktuell ist es ja auch so, dass nicht viele Wallets hier aktiv sind. Schauen wir mal. Im Großen und Ganzen war es das aber. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, gerne ein Like da lassen, einmal kommentieren, was ihr von der Movement Wallet haltet, also von Razer bzw. von dem ganzen System. Und natürlich auch den Kanal abonnieren. In diesem Sinne, euer Steve. Wir sehen uns beim nächsten Mal.